Ja, das ist die Simeonstraße. Hier war früher das Erik Steiner, die Kneipe von Solo, die Szene-Kneipe, hat für viel Tumult gesorgt damals. In dem Zwischengang, da ging es zur Petersilienstraße, zu unserem alten Clubhaus, Free Eagles, in den 90er Jahren. Viel passiert. Das nächste Gebäude, das waren die Minder Stuben von Dieter Schwarz. Er war Vize-Europameister im Boxen früher, in den 70er Jahren, war seine große Zeit. Hat danach seine Boxerkneipe gemacht. Auf der anderen Seite hat später mein Vater das Freeway eröffnet, Motorradbekleidungsladen, mehr so für die Heizer, Dainese-Kombis und so weiter. Und da, das ist die 25. In der 25 hat eigentlich alles angefangen, das Tätowieren, die ganzen wilden Stories damals von den Free Eagles. Und der schärfste Typ in der 25 war eigentlich Horst Wickmeyer. Gegenüber der 25 war ein ziemlich schräger Imbiss. Man darf nicht vergessen, früher waren noch die englischen Besatzer hier. Und was sich hier alles abgespielt hat, es ist unglaublich. Ich konnte nicht anders, ich musste einfach ein Buch drüber schreiben. Weil es wäre einfach schade, wenn die ganzen Geschichten in Vergessenheit geraten. Und auch die Geschichte von Horst Wickmeyer muss man eigentlich gelesen haben. Tatsächlich ist jetzt das Buch rausgekommen, Lektora Verlag Paderborn, Titel Simeonstraße 25, ist ab sofort im Buchhandel erhältlich.